Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ich weiß, es ist ein paar Tage her, dass das letzte Video kam, aber das hat auch einen guten Grund, ja. Und zwar wollte ich am Donnerstag eigentlich ein Video machen, und zwar, Moment, von dem hier, ja, also von dem Einbau der neuen Innenraumbeleuchtung für den Punto. Ich habe mir das mal durchgelesen, inwiefern das machbar ist oder nicht. Das Problem ist, ich müsste komplett neue Stecker verlegen und Kabel verlegen. Das an sich wäre ja nicht das Problem, aber die müssten halt am Dachhimmel entlang laufen. Und das ist im Großen und Ganzen ein riesiger Pain in the Ass. Also das ist krampfig ohne Ende, weil das Problem ist, dass der Dachhimmel beim Punto teilweise so eklig geklebt ist, dass man den nicht mehr runterkriegt. Und zusätzlich, gut, das mit dem Ausschneiden und so, das wäre nicht das Problem gewesen, aber zusätzlich hätte man das auch machen müssen. Man hätte Bohrlöcher machen müssen für die Schrauben, also von daher, das ist alles ein riesiger Aufwand, den ich für das Auto nicht mehr betreiben möchte. Zumindest nicht in dem Umfang. Ja, und dann sollte eigentlich gestern, also am Freitag, ein Video kommen. Ich hatte schon was gefilmt und mir schon das schön zurechtgelegt. Und dann hatte ich leider keine Zeit, das zu Ende zu filmen, weil ich zur Arbeit musste. Also das Video kommt dann am Donnerstag, also das, was ich gestern aufgenommen habe, kommt dann am Donnerstag. Macht ja nichts, das wird eine riesige, riesige, riesige Überraschung. Ja, also ihr werdet wahrscheinlich euch mega freuen. Ja, also ich hoffe das zumindest. Ich habe mich gestern gefreut wie ein kleines Kind, von daher für mich ist es wie Weihnachten. Ich hoffe, ihr freut euch dann genauso. Und heute ist Samstag, heute kommt auch das Video. Und das, was ich heute erzähle und was ich heute mit euch teilen möchte, wollte ich eigentlich schon gestern mit euch teilen. Beziehungsweise hätte ich am Donnerstag mit euch geteilt, wenn ich auch da mehr Zeit gehabt hätte. Hey, so ist das. So ist das nun mal, wenn man nicht Fulltime-YouTuber ist und quasi auch nebenbei arbeiten muss. Da ist das mit den Upload-Plänen immer ein bisschen schwierig. Aber ich verspreche euch, dass ich mich da bessern werde. Und ich gucke mal, dass ich ab dem 1.4. dann regelmäßig, beziehungsweise, ja, nicht regelmäßig, sondern dass ich einen festen Upload-Plan habe. Ich denke mal, vom Content sollte das eigentlich auch funktionieren. Ja, und dann würde ich sagen, wir fangen direkt an mit dem Thema, was ich mir eigentlich für gestern überlegt hatte. Und zwar geht es um das Thema Fiat Punto und wie soll es jetzt weitergehen. Also der Schlachtplan für die nächsten Wochen und Monate. Okay, eigentlich hoffe ich nur Wochen, ja, also Monate wird schon. Also, ich habe ja lange überlegt, ob ich das Auto verkaufe, weil es hat ja nur 230 Euro gekostet und sollte uns eigentlich nur über den Winter bringen. Jetzt ist es nun mal so, dass Kimi sich überlegt hat, hör mal, ich möchte das Auto eigentlich schon behalten, weil das Problem ist folgendes. Wenn ich das Auto jetzt verkaufe und ein neues suche, dann wird das Budget nicht mehr als 5, vielleicht 6, vielleicht 700 Euro sein. Da findet man nur Quatsch, der entweder keinen TÜV hat oder defekt ist oder Unfall oder sonst irgendwas. Also da findet man nicht viel Brauchbares und deswegen muss der Fiat irgendwie doch bleiben. Das heißt für die nächsten paar Wochen und Monate folgendes. Und das ist die Reise, auf die ich euch mitnehmen möchte. Also eigentlich war ja nur gedacht, vorne die Bremse zu machen, weil die hat einen Schlag bekommen. Das heißt, wenn man aus hoher Geschwindigkeit anbremst, fängt das ganze Auto an zu wackeln und zu ruckeln und zu machen und zu tun. Also hätte das auf jeden Fall gemacht werden müssen. Ja, dabei ist es allerdings nicht geblieben. Jetzt ist mir die Tage, als ich den Ölstand gecheckt habe, aufgefallen, die Wasserpumpe ist undicht. Yay! Heißt also, die Wasserpumpe ist undicht, die müssen wir auch machen. Dann kommt dazu direkt ein Zahnriemenwechsel. Und seit ein paar Tagen ist der Heckscheibenwischermotor ausgefallen. Auch super. Ich dachte eigentlich, es wäre eine Sicherung. Ist es aber nicht, weil die gleiche Sicherung auch für vorne zuständig ist. Nichtsdestotrotz müssen wir dann natürlich ein bisschen rangehen. Also Bremse und Zahnriemen mit Wasserpumpe und Spannrolle sind so ungefähr 90 Euro Materialkosten. Es ist nicht viel, aber die Arbeit ist halt doof, weil das geht mir auf den Keks. Weil ich dadurch halt noch nicht weiß, ob er jetzt wirklich endgültig durch den TÜV kommt nochmal oder nicht. Das ist halt das, was mich aktuell so ein bisschen stört. Soll mich aber jetzt erstmal soweit nicht interessieren, als dass ich das Auto sowieso für Kimi fertig mache. Also wenn sie das so haben möchte, dann machen wir das so. Also falls sie die ganze Zeit so kleines Getappel hört, ne, das ist der Hund. Ja, die ist hier wieder fleißig unterwegs und sucht Krümmel. Denn das ist das, was ein Mops nun mal so tut.
Wer jetzt denkt, die bleibt da ruhig sitzen, vergiss es. Ja, also da stehen ja noch zwei Teller. Und Holly, so clever wie sie ist, wird nachher hingehen und auf den Tisch steigen und sich diese zwei Teller schnappen. So läuft das. Jedenfalls wollte ich euch da mal up to date halten. Ja, also wie das jetzt mit dem. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen schräg. Auf jeden Fall wollte ich euch da mal up to date halten, wie das jetzt mit dem Fiat aussieht, weil seit einigen Tagen ja auch keine Fiat-Videos mehr kommen oder seit einigen Wochen jetzt eher gesagt, weil ich jetzt einfach überlegt habe, was mache ich an dem Auto noch, was sich wirklich lohnt. Und ich denke mal, wenn ich das mache, was ich gerade euch mitgeteilt habe, also Zahnriemen und Bremse und sowas, dann ist das auch eigentlich schon fast genug Content, der für das Auto produziert wird, weil, und das ist ja das, am Donnerstag kommt ein Video, das wird euch so aus den Socken scheppern. Das wird alles, alles, was wir geplant haben, über den Haufen werfen. Also klar, die Teile, die ich habe für meinen, also für den Civic, die werden bleiben, aber die werden nicht mehr in meinen Civic kommen. Na, die Cleveren unter euch wissen, woran das liegen könnte. Seid auf jeden Fall gespannt auf Donnerstag. Ich würde das Video gerne früher bringen. Ja, also das ist jetzt nicht meine Schuld. Okay, vielleicht ein bisschen, warum es nicht früher kommt. Es liegt einfach daran, ich bin ab Montag wieder für ein paar Tage weg. Das lässt sich manchmal leider nicht vermeiden. Und dann bin ich erst Mittwoch da. Dann hole ich, also dann drehe ich Mittwoch den Rest. Fast hätte ich mich jetzt versprochen. Dann drehe ich Mittwoch den Rest und dann kommt das Video Donnerstagabend wahrscheinlich online, weil ich das zeitlich wahrscheinlich nicht mehr Mittwoch schaffe. Jedenfalls, nur dass ihr halt Bescheid wisst und ab dem 1.4., denke ich mal, werden dann feste Upload-Zeiten, feste Upload-Tage kommen. Ich werde mich sehr bemühen. Ich muss halt gucken, wie das dann aussieht mit Uni, aber das werde ich dann mit mir selber irgendwie abstimmen müssen. Jetzt für die Zeit aktuell ist das halt ein bisschen schwierig, weil ich muss lernen, ich muss eine Hausarbeit schreiben, ich muss noch super viel anderes tun, ich muss nebenbei auch noch arbeiten. Deswegen seid mir da nicht böse, falls mal ein Video statt alle 2 Tage, vielleicht alle 3 oder einmal vielleicht auch alle 4 Tage kommt. Das lässt sich, wie gesagt, für mich aktuell nicht vermeiden. Aber lieber so, als dass, wenn ich gar keinen Content hätte und einfach nur so wie jetzt sinnlos vor mich hinquatsche. Nee, aber ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich. Ja, also es soll ja auch qualitativ irgendwie was bringen. Also von daher würde ich sagen, das sind meine aktuellen Gedanken zum Thema Punto, also zum Sorgenkind Punto, zum 230-Euro-Auto Punto. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis denn. Tschüss.